Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockt Simse 4. Ja, wir haben dieses schöne Teenager-Idol und das lasse ich jetzt nicht so, weil Teenager-Idole brauchen die richtige Größe. Es ist aber sehr groß, solche großen Pinnnadeln, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist die Größe, gucken wir mal weiter. Ja, die Größe ist ganz okay. Machen wir mal dahin. Genau, Teenager-Idole. Was haben wir denn hier noch eins? Ein Fanposter. Einfach Justin. Kein Kinderzimmer ist komplett ohne ein willkürlich an die Wand geklatschtes Poster vom gerade angesagtesten Musiker mit schlechtem Image. Dreh voll auf. Ja, auch das kommt drauf. Und das machen wir auch ein bisschen größer. Den Justin Bieber. Oh ja, aber der ist groß, der ist so, weil der ist aus der Bravo, kennt der bestimmt noch Bravo? Gibt's die noch? Weiß es gar nicht. Was, so ein Dinosaurier wäre natürlich irgendwie noch geil. Ein Dinosaurier, aber in grün. Der läuft hier unten lang. Mache ich hier eine Ecke oder so. Das ist der Running Gag-Saurier. Den könnte ich aber auch ein bisschen größer machen, wa? Der geht auch. Oh. Aber dann crasht er da mit den Fenster. Das sieht doof aus. Oh, wenn der so guckt, könnte man sagen, der guckt da so rinnen, oder? Aber, nee, das ist blöd an der Stelle. Hier ist doof an der Stelle. Hier so als Wandgemälde, hier so hinter. Ja, da geht er eigentlich ganz gut so. Ja, da kann man den machen. Dino! Haben wir den auch für Deko? Bin gerade so ein bisschen auf Deko-Stimmung. Aber irgendwie. Ein Spiegel für die Wand. Einfach mehr so ein. Charisma-Fähigkeit. So eine junge Dame braucht doch auch bestimmt Spiegel. Mal das Bild hier mal so hinmachen. Und hier ein Spiegel. Gibt es auch nicht mal solche Stehspiegel? Doch. Kehrseite. Der sieht doch ein bisschen moderner aus. Können wir auch in Orange nehmen. Fenster runter. Ja, das könnte man so nehmen. Ja, das, ich würde mal sagen, das ist doch jetzt ein adäquates Jugendzimmer. Hier fehlt irgendwie noch was, finde ich. Da fehlt irgendwie noch was. Da müssen wir mal gucken, dass wir da noch was hinklatschen, was schicket. Jetzt haben wir hier Skulpturen. Skulpturen. Eine Eisenbahn wahrscheinlich nicht. Ah. Ja, gute Frage. Eine antike Schreibmaschine. Was hat sie denn hier? Moderner Brunnenwasserfall. Nein, der ist zu groß. Das geht gar nicht. Gerümpel? Gucken wir mal, was wir für die Gerümpel haben. Jetzt da die Leinwand-Dings. Nö. Das ist alles nicht so das Wahre. Hier könnten wir nochmal so eine Tischdingstecke machen, dann hier so ein bisschen Schminkzeug drauf oder sowas. Das wäre möglich. Nach Zimmer. Was haben wir denn hier? Nach Schlafzimmer. Kommoden. Beistelltische. Was haben wir denn für ein Kommode? Oh. Wie so eine moderne? Oder so eine moderne? Die hier, wa? Gibt's auch wieder mit Orange. Schwarze Elemente. Joa. Passt natürlich jetzt wie in dem Bild da nicht hin, wa? Das mag der nicht. Das heißt, wir machen den erstmal hier hin. Dann machen wir das Bild doch nochmal kleiner. Wir machen das Bild kleiner. Ja, Justin Bieber. Oh, hast du Pech gehabt?
So, genau. Da haben wir eine schöne Raumaufteilung. Und da kommt jetzt ein bisschen Schminkzeug und noch ein Spiegel hin. Ah ne, der hat's ja schon da. Deko, Deko, Deko. Deko. Ne, das war hier. Getrümpel. Was haben wir denn da? Körperpflege für Männer. Körperpflege für Männer ist ja auch schön. Damenparfüm, Nagellack. Ja, wir machen hier mal ein bisschen, aber nicht in rosa. Nee, nee, nee. Hier in der Farbe. Oh mal, das lässt sich doch bestimmt auch drehen. Geht das hier auf der Ecke ein bisschen mehr? Nö, anscheinend nicht. Ah, hier ist so ein Rucksack. Ich hab doch gesagt, wie in der Schule, Rucksack und so weiter. Gucken wir mal. Mit einem Pirat drauf, mit einer Eule drauf, blau. In rot, rosa definitiv nicht. Aber wir könnten ja so einen Rucksack mit einer Eule nehmen. Machen wir mal dahin. CD-Stapel, Bücher. Ja, machen wir hier nochmal ein paar Bücher hin. Und dann hatte ich ja irgendwo so Kleenex-Dose gesehen, ja, zum Abschminken. Genau. Da kann sie sich dann abschminken. Ja, die ist einfach so grau. Die hat sie sich beim Billig-Discounter geholt. Ja, kennt man ja. Billig-Discounter. Ja. So, was haben wir denn da drauf? Nur der Computer, wa? Passt da eigentlich noch was drauf? Weiß das nicht. Nö, das scheint voll zu sein. So, ich glaube, dann ist das Zimmer fertig. Mach nochmal so einen Rundgang, damit ihr nochmal seht, was ich drin habe. Wenn ich das hinbekomme. So, auf der Seite, wie gesagt, haben wir einen Justin Pieper. Gucken wir mal, ob wir den ein bisschen tiefer kriegen. Genau. Jetzt geht er tiefer. Hey, will der mich verarschen? Ja. Mhm. Ja, jetzt geht er. Okay, gut. Also, da haben wir den Pieper, den Justin. Hier hat sie ihre alten Bilder, die sie selber mal gemacht hat. Ja. Und da ist... Ja, Rockstar Teenie Idol. Genau, muss manchmal sein, bis es wehtut. Auf der Seite hat sie eine kleine Jugenderinnerung noch. Und dann hier vom angesagten Film Larry Proper. Joa. Bisschen Garderobe. Leicht verspieltes Dekor ist auch immer ganz gut. Was von Frau Mama. Und ja, ihren Computer. Genau, ihren eigenen Computer. Genau, sehr schön. So, und dann machen wir direkterweise weiter. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Aber ist ja auch nicht schlimm. Schauen wir mal. Ich bin am Essen. Dann bin ich am Virus programmieren? Ich glaube nicht. Virus programmieren wollte ich ja nun mal nicht. Ich wollte zwar programmieren, aber das soll ein Videospiel werden und nicht ein Virus. So, sie ist am Essen, bla sowieso. Sie malt und... Ja, genau, so weit war das gewesen. Ja. Oh Gott. Benusa. Benusa. Ja, mach mir bloß das ganze Geschirr sauber, weil sonst kriegst du Ärger. Weil ich mag sauberes Geschirr und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja? Oh oh, ist das schon so spät? Ja, ist schon wieder spät, bald 20 Uhr. Ja. So, Hygiene. Sie ist da schon am Essen, wieso hat sie dann nochmal... Ach, sie hat aufräumen. Okay, aufräumen ist ja richtig. Okay, dann machen wir nochmal hin. So, Hygiene, Spaß, naja, Spaß ist jetzt nicht so der Hammer. Da können wir mal gucken, dass wir den irgendwie nochmal höher kriegen. Blase auf jeden Fall, oh Gott. Wie ein Champion aber. Und danach können wir sie nochmal ein bisschen tanzen lassen. Dann kriegst du ein bisschen Spaß, so Mikrospaß. Microfun.com oder so. So, was haben wir denn hier? Joa, die darfst du einmal an der Kunstgalerie verscheuern. Und dann hat sie alle Werte oben. Das dürfte jetzt für den Beruf durch sein. Eigentlich ganz schick so. Jo, Karriere 8 erreichen. Ja. Okay, wir gucken mal, was sie noch für realistische Gemälde hinbekommt.
Vielleicht kriege ich noch ein tolles Bild hin, was ich hier irgendwo hin dekorieren kann. Das wäre ja durchaus möglich. Ich weiß es nicht. Joa. Und meiner einer ist dann noch am Programmieren, wie man sieht. Ja? Wow, genau. Oh, ich muss sagen, das Zimmer ist gut gelungen. Das sieht mal direkt dabei so gut aus. Machen wir mal so. So kann man es nochmal. Ups, der Spiegel stört ein bisschen. Ja, so ein bisschen angucken. Wobei ich bin überlegen, dass ich das vielleicht dahin mache. Was kann ich denn hier machen? Bewundern, kritisch beurteilen, Inspiration sammeln. Ach so, für sie dann. Naja. Und hier, der Dino-Bild geht gar nicht. Bewundern, Inspiration sammeln. Sie wird jetzt mit denen auch nicht mehr quatschen können oder spielen oder so, wa? Ja, sie wird hier nur ansehen können, okay. Jo, das Bett gefällt mir aber auch. Das sieht schlecht aus. Das macht schon ein bisschen was her. Teilweise doch ganz nette Designs drin, ne? So, sie ist am Malen. Und da wird gebordet. Gebordet. Da wird gebordet. Joa. Eigentlich auch ganz schick, muss sagen. Kann man hier die Wände einblenden. Auch das Bad sieht toll aus. Ich muss mal so. Also ich sollte mir das mal öfters mal sozusagen anschauen, wie das wirkt und so weiter. Da ist ja auch noch mal ein Dino. Ich habe so ganz viele Dinos drin. Das hat ein bisschen damit zu tun auch, dass ich auch sehr gerne Reptilien mag. Viele sind ja mehr. Und da haben wir immer diesen Clicking-Fehler, wo ich mich drauf geregt hatte. Dass das in so einem teuren neuen Spiel solche Clipping-Fehler gibt, ja. Was haben wir hier? Das sieht auch schick aus. Gucken wir uns mal das andere Bad an. So, sie ist fertig. Ich habe schon den Stöpsel gehört. Ja, das sieht natürlich wesentlich heller aus. Aber auch ganz freundlich. Hier ist dann hier Schränkchen da oben. Die ganz tolle Lampe. Also eigentlich kann man sich über diesen Haushalt echt nicht beschweren. Ja, da kommst du mir entgegen. Da hinten wäre dann der Sportraum. Jetzt machen wir ja so fast ein Let's Show schon draus. Ah, Let's Show. Schaut mal die Wohnung an, ey. Let's Show hier. Boah. Schöner, freundlicher Sportbereich mit Spieltisch und so. Joa, kann man auch machen. Juh. Wow, das hat schon fast so ein bisschen Doom-Optik gerade so. Das ist die Feueranlage. Wow, ich sollte öfters mal so gucken. Das sieht nett aus hier. Die Wohnung, die hat was. Der Hamster, Eichhörnchen sieht auch niedlich aus in dem Weltraumbild. Mensch. So Strafe Walking. Geht auch so, ohne das Ding. Ah, ja. Interessante Steuerung. Also, wenn man sich so ein bisschen einfummelt, macht die Steuerung einiges her. Küche sieht aber auch sehr nett aus, muss ich mal sagen. Ah, wenn man sich so durchbewegt hier. Ja, durchaus adäquat. Ja? Da draußen fahrende Autos. Das ist auch so ein eigentlich ein Aufreger, was viele Leute da aufregt, dass die sich hier selber mit Autos nicht fortbewegen können. Ich habe da zwar aufgeblasene Autos dran. Die sind aber nur Deko-Elemente, sie sind ja so nicht aktiv. So, sie will schlafen gehen, darf sie, denke ich, auch machen. Gute Nacht, junges Fräulein. Gehen wir ihr mal hinterher. Joa, hoppala. Joa, falsches Bett. Fräulein Tong Tong, hä? Vielleicht kann sie da auch nicht schlafen gehen. Wir müssen mal gucken. Ja, du hast natürlich Frau Mama wach gemacht. Eine ganz reife Leistung. So, was haben wir denn hier? Oh, sie ist aber nicht so böse müde. Das heißt, sie kann das hier einmal in der Kunstgalerie verkaufen und danach darfst du doch schlafen gehen. Es ist nämlich schon spät, sehe ich gerade. Und wann kommt er nach Hause? Er müsste dann auch bald nach Hause kommen. Ja, sie kommt wohl nicht ans Bett dran. Sie kommt nicht ans Bett dran. Ja, sie kommen nicht ans Bett dran. Das heißt, wir müssen eine kleine Korrektur vornehmen. Genau. Das machen wir jetzt mal so aus dem Handgelenk, weil wir sind ja Profis hier. Ja, sowas von Profis hier. So, jetzt sollte sie theoretischerweise auch ins Bett passen. Schlafen.
Ja, jetzt klappt's. War doch zu nah dran. Ja, das sind so Dinge, da muss man erstmal mit klarkommen. Ja. Gut, okay. Bei Mama schlafen, also Oh. wirklich, also aus dem Alter bist du doch draußen, ja? Kleine Kima, hä? Kleine Kima ist gut. Dann mal größer, dass die Kleine mal so groß waren, hä? Das geht so schnell. Gestern noch ein Baby. Ja. Bletto. Und jetzt ist sie, was ist sie jetzt? Jetzt ist sie zweier Oberschülerin schon. Ja. Die Zeit, die vergeht. Mann, Mann, Mann. Tja. Und ich sitze hier am Computer und programmiere ein neues Spiel. Ja, Sadish. Ja. Das sind die Sadischchen. Ja. Ganz tolle Sadischchen. Ja. Ja. Da läuft der ganze Code durch den Bildschirm. Müssen wir mal spülen. Und so langsam werde ich auch müde, sehe ich hier gerade. Aber, ja, du darfst noch ein bisschen machen, ja. Aber was wir machen, ist auf alle Fälle Stereoanlage aus, weil die anderen schlafen alle schon und wir wollen die ja nicht stören. So, was ist mit meinem Son los? Son sagt. Hat keinen Job. Ja, hahaha. So, was soll ich denn hier machen? Ach, ich muss ja noch hacken mit den Jungen. Hacken, hacken, hacken. Das kriegen wir auf jeden Fall am nächsten Tag hin. Gab ein bisschen Kohle, Leistung ist ganz oben. Joa, da können wir machen. Er ist unwohl. Ja, ich würde mal sagen, wir jagen den gleich in die Falle. Einmal schlafen, bitte. Einmal mit Raumanzug schlafen. Und ich selber werde dann auch schlafen gehen. Jo, machen wir mal. Schlafen. Und gute Nacht. So, okay, dann gehen die alle schlafen. Jetzt haben wir noch Licht an. Halt, warte mal. Jetzt habe ich ja wieder alles angehabt. So, automatisch Lichter alle. Ja, und jetzt haben wir. Gute Nacht, Exos. Ja, gute Nacht, mein Sohnemann. Gute Nacht, Alantania. Gute Nacht, Tim. Ja, und die Nacht vergeht. Die Nacht vergeht. Und ich höre die ersten Vöglein zwitschern. Und wir haben morgen. Und zwar einen nächsten Morgen. Und wer ist denn wach geworden? Es ist wach geworden. Die gute Alantania. Die ist als erstes wach geworden. 5 Uhr in der Früh? Eine kleine Lerche ist das. So, dann gucken wir mal, dass sie etwas isst. Und zwar nur eine schnelle Mahlzeit. Sie macht sich das Cerealien. Und danach wird sie etwas mahlen. Nee, das macht sie nicht. Sie wird danach das Laufband nehmen und macht ein kleines Training. Genau. So passt das ganz gut. Und weil das ja so schön passt, machen wir hier einmal an und machen einmal den morgendlichen Popsender an. Genau. Ja, Popsender. Wir machen den mal ein bisschen lauter. Lautstärke ändern und machen den mal ein bisschen lauter. Dann können wir nämlich auch ein bisschen rauszoomen. Boah, ich mach gerade Headbanging mit Schädel. Bam, 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 bam. So, was hat sie denn? Sie hat auch Hunger. Sehen Sie, eine kleine Mahlzeit. Okay. Sozialitäten sind im Keller. Sie fühlt sich inspirierterweise. Boah. Und sie räumt nicht auf. Na toll. Warum? Weiß keiner. Telefon, Telefon, Telefon. Plauder mit. Sie kann mal mit Maya Müller quatschen. Jetzt, wo wir das Puppenhaus ja nicht mehr haben und das Puppenhaus nicht zerstört wird,
kann sie auch mal mit dir ein bisschen quatschen. Was? Ich schlafe. Ruf später nochmal an. Okay. Aha. Gut, dann darfst du hier einmal bitte aufräumen und den hier auch mal bitte aufräumen. Und für die Schule darfst du... Hausaufgaben abgeschlossen, haben wir gemacht. Ja, was kann sie denn machen? Ja, sie kann mal schreiben anfangen nochmal. Das ist blöd mit dem Tisch, dass ich das immer drehen muss. Schreiben, weil inspiriert. Und zwar weiterschreiben. Das kleine Einhorn. Genau. Was soll sie denn machen? Zwei Bücher schreiben, Schreibblockade überwinden. Wieso geht sie jetzt daran? Schreiben, ich hab doch da gemacht. Bin ich blond oder ist sie blond? Nee, sie ist auch nicht blond, aber ich bin auch nicht blond. Bei so wenig Haar auf dem Schädel kann ich gar nicht blond sein, ne? Das ist gerade etwas ein bisschen komisch. Na gut, okay. Muss wohl so sein. So, sie macht ein Training, ist auch ganz manierlich. Ein leichtes Training und nach dem leichten Training darf sie einmal eine erfrischende Dusche nehmen. Genau, eine erfrischende Dusche. Und was ist Me Himself? Me Himself will einmal definitiv ein Gommard-Menü zubereiten. Genau, da haben wir den SimCity-Käsekuchen. Aber will ich den jetzt wirklich machen? Das ist ja wieder Süßzeug. Das gefällt mir ja nicht. Wir machen was anderes. Wir machen Caprese-Salate. Genau, Caprese-Salate. Das ist was Gesunde, das geht immer. So, ab in die Dusche. Kriegt sie da langsam so muskulöse Rillen oder was? Also leicht, wa? Ich sollte das mit dem Training nicht übertreiben. Lieber mehr so Salate machen und sowas. So gesundes Zeug halt, ja, was keiner essen will. Ja. Außer am 1. Januar, wo man dann sagt, ja, ich mache jetzt was für die Gesundheit. So, er holt sich ein Essen. Ist nicht verkehrt. Und dann gucken wir mal, was die Pflanzen machen. Oh, da blinken wieder zwei Pflanzen. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Yeah. Sehr schön. Klappt doch mal. Endlich klappt mal was hier. So, den lassen wir dann mal zu Ende essen. Kommunikation ist auch gut. So, die Gute geht wieder aufs Laufband. Alleine. Ach du Schande. Oberschule besuchen, jetzt aber hier Hotisch. Und du musst zur Arbeit. Aber Hotisch. Ach du Schande, das hätte beinahe... peinliche Wohnen. Ja, auf zur Arbeit mit dir. So, ist zur Schule und sie geht dann... mit Blockspiel? Wieso geht die zur Arbeit? Was ist denn da los? Hat sie heute frei? Ach, sie hat frei. Okay, wenn sie frei hat, wird sie kein Bitblock spielen. Sie wird einmal das Outfit ändern. Sie nimmt sich mal was Lockeres. Eine Sportbekleidung. Wieso? Achso, die hat sie schon an. Hat sie nichts anderes? Das sieht doch ein bisschen komisch aus langsam. So, Badebekleidung, Alltagskleidung. Nee, wir machen mal Outfit ändern mit ihr. Ich will mal was anderes machen. Sie kriegt langsam ein anderes Outfit. Sie sucht sich etwas zum Outfitten. Hände waschen, nee, das ist es nicht gewesen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die ganzen Schränke hier habe. Outfit ändern, Outfit planen, genau, da haben wir's. Sie wird einmal das Outfit ändern.
Jo, einmal an den Outfitter ran. Outfitter! Ja, da geht's schon los. Mit der freundlichen Sirenenstimme. Ja. Wunderbar. So, okay. Schlo, Erstmal drehen, bis ihr so, ui, die Kolloquiden kommen. Und dann wollen wir mal schauen. Was kann sie denn? Ah. Ui, sieht sogar fast gut aus. Was ist denn das? Das ist doch jetzt nicht für Alltagsbekleidung. Das ist alltagstauglich? Ist das wirklich alltagstauglich? Ich weiß nicht. Ist das alltagstauglich? Naja, das Glitzerteil selber, ich weiß nicht. Wo ist das untergeordnet? Oder ist das einfach so komplett, wie es ist? Schauen wir mal. Glitzer im Bleu. Aber mit Glitzer immer? Also ohne, also wenn es nicht glitzern würde, dann würde das echt interessant aussehen. Mal so gesagt, ja? Also vorgefertigte Looks, was haben wir denn? Prinzessin Leia? Nein. Nein. Auch, nein. Definitiv, nein. Erst recht nein. Oh Gott, nein. Schauen wir mal, Tops. Ah, dann macht es komplett weg. Ja, habe ich mir fast gedacht. Hose. Das soll eine Hose sein. So ein Mikro-Tanga. Könnt ihr dazu auch eine Leggings anziehen? Mal gucken, wie das aussieht. Ach, das sieht man dann gar nicht. Die geht dann da runter, oder wie? Oder da rund. Das ist nochmal ganz lange. Oh. Die geht aber rein in die Falde. Ach, da sieht man die Klamotten da drunter. Gibt's denn hier in anderen Farben? So Jeans-Look fast mäßig. Naja, schlanke Beine hat's ja. Die kann sie ja zeigen, theoretisch. Ne? Oder in Schwarz. Wie die Tochter. Oder so ein. Oh, obwohl als Künstlerin kann sie sich das ja loben, ne? Oder Weltraum. Oder so sportliche Leggings. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Und dazu noch passende coole Schuhe, irgendwie so super Fluffstiefel oder so. Gibt's so was Fluffiges? Oder sowas? Aha. Das sieht sogar fast gut aus. Wir können das mal machen. So, dann machen wir mal Oberteil. Oberteil, Oberteil. Was haben wir denn da? Rufen noch mal ein bisschen was Knapperes vielleicht. Das hängt so ein bisschen runter, keine Ahnung. Kombinationen. Vorgefertigte Looks. Ja. Hosenteile. Was ist denn das für ein Hosenteil? Achso, das hat sie immer so dann drunter, oder wie? Aha. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Wenn man gerade überlegen. Oder so ein Mikroskirt wie die Tochter? Was haben wir denn hier? Röcke. Können sie auch so ein bisschen noch beim Rock lassen? Aber ich sehe gerade, wir kommen langsam zum Folgenende. Das hat so Folgenende. Oh Gott. Das heißt, wir werden sozusagen den Look beim nächsten Mal weitermachen. Ja? Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Ideen, Kommentare habt, schreibt es unten rein. Und dann machen wir direkt XL weiter. Also ciao, ciao und bye bye.